Ja, sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Koch hat vieles Gutes und Richtiges gesagt. Als Mitglied des Ortsbeirats und Frau Koch kann ich mich da eigentlich nahezu allen anschließen. Die energetischen Quartierskonzepte für den Jungfernkopf, über die wir heute zu beschließen haben, haben also einen längeren Vorlauf. Und das damit in Gang gesetzte Vorhaben hat seinen Ursprung, Frau Koch erwähnte es, in einer Initiative aus dem Ortsbeirat. Es ist also im besten Sinne eine Idee aus der Stadtteilbevölkerung, die Energiewende dezentral und unter breiter demokratischer Beteiligung zu gestalten. Ausgehend von dem einstimmigen Ortsbeiratsbeschluss Ende 2019 hat dieser Plan, den Jungfernkopf zum Klima-, Energie- und Verkehrswende-Stadtteil zu machen und damit auch zu einem Vorreiter für andere Kasseler Stadtteile, seinen Weg durch die städtischen Gremien genommen. Seit dem Frühjahr 2022 sind etliche Veranstaltungen und Workshops gelaufen, in denen die Ausgangsbedingungen analysiert wurden, die Bedürfnisse der Menschen im Stadtteil erfragt und ihre Ideen und Anregungen aufgenommen wurden. Die Resonanz war tatsächlich auch außerordentlich positiv und die Beteiligung durchgängig hoch. Und dabei wurde deutlich, dass viele Menschen am Jungfernkopf großes Interesse an der Verbesserung ihres Wohnumfeldes haben und konkrete Vorstellungen einzubringen haben, etwa im Hinblick auf die Förderung des Fuß- und Radverkehrs im Stadtteil, den Umgang mit den vorhandenen Grünflächen und Problemen wie zunehmender Flächenversiedlung. Denn da greifen ja zunehmend auch Probleme wie die Invasion der Stadtwillen mit rein und konterkarieren da teilweise eben auch genug. Insbesondere die Verkehrswende in einem Stadtrandgebiet, das von einer hohen Autodichte, ich meine 560 Autos auf 1000 Einwohner, das ist schon was, und einer besonders ausgeprägten Dominanz des motorisierten Individualverkehrs geprägt ist und in dem die Straßeninfrastruktur allein auf die inzwischen bestehende Verkehrsdichte auch gar nicht ausgelegt ist, stellt eine Herausforderung. Zum einen geht es darum, dem Rad- und Fußverkehr mehr Platz im Straßenraum zu schaffen, zum anderen darum, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu schaffen, etwa durch die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung, da ist tatsächlich auch noch Luft nach oben, insbesondere abends und am Wochenende. Aber auch möglicherweise durch ein Carsharing-Angebot, darüber wird längerfristig noch zu reden sein. Eine besonders komplexe Aufgabe ist die energetische Sanierung der Gebäudesubstanz, die in einem vor allem durch Einfamilienhäuser geprägten Stadtteil ziemlich viel an individueller Beratungstätigkeit erfordert und bei der auch, das muss man schon ehrlicherweise sagen, angesichts der bestehenden Fördermöglichkeiten absehbar Grenzen bei der praktischen Umsetzung bestehen. Denn klar ist, dass viele Menschen, die ein Familienhaus abbezahlen oder das bereits getan haben und von ihrer Rente leben, nicht die Möglichkeit haben, für die energetische Gesamtsanierung ihres Eigenheims, von der Dach- und Fassadendämmung über die Installation einer Photovoltaikanlage, den Austausch von Fenstern und Türen bis hin zum Heizungstausch, das heißt dann eventuell den Einbau einer Wärmepumpe, mitsamt den dafür zu schaffenden Voraussetzungen, Kredite in Höhe von 100.000 und teilweise deutlich mehr aufzunehmen. Also hier bietet die im Rahmen des Projekts angebotene und auch regelgenutzte kostenlose Impulsberatung die Möglichkeit, den individuellen energetischen Sanierungsbedarf einschätzen zu können und mögliche erste Schritte auszuloten. Alles darüber hinausgehende ist dann allerdings den Einzelnen überlassen und da zeigt sich dann oft, dass die finanziellen Hürden einfach zu hoch sind. Und ich fürchte, so wird die Energiewende nicht funktionieren und im schlimmsten Fall eher die soziale Spaltung vertiefen. Aber das sind Probleme, die die generelle und bundesweite Förderlandschaft und die Bedingungen der Energiewende insgesamt betreffen. Was auf Stadtebene zu fragen wäre, Frau Koch hat das ja schon angesprochen, ist, ob die Aussagen der letzten Jahre, dass der Ausbau des Fernwärmenetzes in Stadtteilen wie Adelshausen oder Jungfernkopf unwirtschaftlich und daher nicht vorgesehen sei, angesichts gestiegener Energiepreise und entsprechend wachsenden ökonomischen und politischen Druck so tatsächlich immer noch haltbar wäre. Ich glaube, da sollte man vielleicht nochmal uns um ein Update bemühen. Was im Rahmen des Projekts deutlich geworden ist, ist nicht zuletzt auch, dass Verkehrs- und Energiewende nur gemeinsam gelingen. Dass es vieler Menschen, Netzwerke und auch einer sozialen Infrastruktur bürgerschaftlichen Engagements bedarf, um sich auszutauschen, gemeinsam Dinge voranbringen zu können. Gerade in einem Stadtteil,
Stadtteil, der in den letzten 30 Jahren immer mehr zur Schlafstadt ohne verbindendes soziales Zentrum geworden ist, ist diese Wiederbelebung des kommunikativen sozialen Nahraums unbedingt nötig und auch ein unabdingbarer Teil der Bemühungen um einen klimaneutralen Stadtteil. Wir haben also zahlreiche Maßnahmenvorschläge und eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Aspekte des sozialen und ökologischen Lebens am Jungfernhof. Das ist äußerst hilfreich und entsprechend muss das, was hier jetzt angeschoben werden worden ist, verstetigt werden. Und das ist das, was wir genau ebenso unterstützen, und dafür bitten wir